Yo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge der DSC Arminia Bielefeld Karriere. Ja, ihr werdet es wahrscheinlich so oder so schon wissen, bald kommt FIFA 21. Mittlerweile sind die Videos von FIFA 21 auf YouTube ja auch schon hier und da gegeben. Ich habe ja auch schon eins dazu gemacht, zu den Stats aus Ultimate Team zum Beispiel. Und auch die ersten Karrieremodus-YouTuber fangen jetzt an, die Videos zu FIFA 21 zu machen, da ich natürlich keinen Beta-Zugang oder sonstiges haben werde. Wird das bei mir erstmal noch nicht der Fall sein, aber ich habe mir trotzdem eine kleine Änderung für unsere Karriere hier überlegt, denn natürlich, ich lade einmal die Woche eine Karrierefolge hoch und wir wissen, es ist bald soweit. Nach dieser Folge werden tendenziell noch 3 weitere Folgen kommen und dann starte auch natürlich ich mit FIFA 21 rein. Da habe ich auch das ein oder andere Projekt auf jeden Fall in Planung und da wird es natürlich auch wieder extrem viel Content zum Karrieremodus geben. Und was ich mir auf jeden Fall jetzt für unsere Karriere hier überlegt habe, ist Folgendes. Ich werde jetzt diese Folge und die 2 danach werde ich jeweils eine komplette Saison spielen und euch quasi die Highlights dazu zeigen. Wir sind ja letztes Mal in die Saison reingestartet. Wir können jetzt hier gerade mal schauen. 3 Spiele sind gespielt. Wir sind mit 2 Punkten relativ weit unten. Unsere Mannschaft sieht okay aus, aber natürlich noch nicht so, dass wir oben angreifen können. Deswegen denke ich nicht, dass wir allzu weit kommen werden in dieser Saison. Und wenn ich jetzt nur 4 Folgen ganz normal weiter so machen würde, dann würden wir halt am Ende diese Saison zu Ende spielen und hätten dann vielleicht wieder einen Mittelfeldplatz erreicht und deswegen will ich das Ganze ein bisschen switchen. Ich möchte jetzt auf jeden Fall in dieser Folge direkt diese komplette Saison zu Ende spielen, in der nächsten dann wieder eine nächste. Und ja, sollte es dann am Ende trotzdem noch nicht ausgehen, dass wir irgendwelche Titel holen, werde ich in der letzten Karrieremodus-Folge zu FIFA 20 und dieser Karriere dann eine Sprint to Glory mit dem bis dahin bestehenden Kader machen. Und ja, genau das ist auf jeden Fall jetzt mein Plan, von daher wird es dann auf jeden Fall noch 4 Saisons jetzt geben mit Arminia Bielefeld und wie gesagt, ich werde jetzt die komplette Saison hier durchspielen und werde euch dann immer wieder Zwischenstände oder Highlights auf jeden Fall dann auch zeigen und darüber berichten. Ja, ich hoffe, schreibt mir sonst gerne in die Kommentare, ob ihr da noch irgendwelche Verbesserungen habt für dieses System. Ich denke, es wäre auf jeden Fall das Sinnvollste, weil wir so noch was erreichen können innerhalb dieser Karriere. Und wenn ihr da noch Vorschläge für irgendwelche Änderungen, Besserungen habt, dann wie gesagt gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ich nehme euch jetzt gegen Hoffenheim mal noch mit ins erste Spiel dieser Episode, das 4. Saisonspiel, und wir verlieren auch das, sprich 2 Punkte nach 4 Spielen. Der Kader, grob durchschnittlich auf einer 75, ist eben noch nicht so weit, dass wir oben angreifen können, und deswegen denke ich, ist auf jeden Fall das System, was ich jetzt plane, eigentlich so das Sinnvollste. Vor allen Dingen auch Spieler wie Mercier oder Bennett werden dann natürlich noch etwas wichtiger, weil in 4 Jahren die beiden wahrscheinlich auch Mitte 80er Bereich sind. Und ich hoffe, wie gesagt, euch gefällt das und ich melde mich dann gleich mit den Highlights. Ja, und da haben wir dann auch den ersten Saisonsieg. Man braucht halt einfach nur ein Spiel in der Veltins Arena. Es ist absolut traurig, aber natürlich aktuell leider der Trend, wo Schalke ein bisschen hingeht. Ich hoffe, dass sie sich wieder fangen. Grüße gehen hier auf jeden Fall an David raus an dieser Stelle. Weißt du, du gewinnst die ersten 5 Spiele mittlerweile nicht, gegen Frankfurt haben wir auch verloren und dann gewinnst du auf Schalke einfach 3-0. Da sehe ich uns. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall 6 Spiele jetzt der erste Sieg. Wir müssen uns auf jeden Fall anstrengen, um hier noch eine einigermaßen vernünftige Platzierung zu holen. Mein Ziel ist es natürlich auf jeden Fall wieder einen einstelligen Tabellenplatz holen. Und aktuell sieht das noch nicht so gut aus. Ich hoffe auf jeden Fall, wir fangen uns und ich halte euch natürlich da auf dem Laufenden. So, und dann melde ich mich auch nochmal zum DFB-Pokal. Runde 2 steht an und wir müssen mal wieder gegen Bremen spielen. Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir gegen Bremen rausgeflogen, davor das Jahr weitergekommen. Also müsste es auf jeden Fall das 3. Spiel sein, was wir tatsächlich gegen Bremen in diesem Modus jetzt spielen. Wir sind die letzten Wochen ein bisschen vom Verletzungspech
getroffen worden. Doku war verletzt, Yataren ist jetzt noch länger verletzt. Yata daher aktuell Stammspieler auf der linken Seite, weil Bennett einfach noch nicht so weit ist. Yata selbst hat sich aber auch schon wieder gemeldet, obwohl er jetzt seit 5 Spielen in der Startelf steht, dass er zu wenig spielt. Und mal sehen, wo das noch hinführt. Wir hoffen auf jeden Fall jetzt, dass wir auswärts gewinnen können. In Wolfsburg haben wir auch gewonnen. Also die Auswärtsspiele liegen uns in dieser Saison auf jeden Fall besser als die Heimspiele. Wir gehen rein und gewinnen mit 3:1, sprich wir sind auf jeden Fall in der nächsten Runde dabei. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Kleiner Zwischenstand in der Liga. Wir sind aktuell auf Platz 13 immer noch mit 8 Punkten nach 9 Spielen. Das ist natürlich nicht das, ja, was wir uns vorgestellt haben. Gegen Augsburg wird es gleich hoffentlich wieder besser aussehen. Und sobald was Interessantes passiert, dann seid ihr gleich wieder dabei. Nur ganz kurz, um das mit dem Verletzungspech nochmal aufzugreifen. Unser bester Innenverteidiger verletzt sich nun auch für 2 Monate. Und das zieht sich so ein bisschen durch die Saison. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie kompensieren können. Denn gerade wenn es die besten Spieler sind, Doku, Yataren, Pieper, die ausfallen, dann kann man das natürlich nur ganz schwer kompensieren an unserer Stelle. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass sich das einigermaßen einpendelt mit den Verletzungen und wir dann vernünftig die Saison zu Ende bringen. Jetzt schaut euch an, was wir hier gefunden haben. Gesamtstärke 59 bis 79 und ein Potenzial von 85 bis 94. Bitte lass ihn einfach über 1 Million Marktwert haben, das wäre überragend. 1,1, knapp hat das geschafft. Wir verpflichten den Spieler natürlich sofort und schauen ihn uns dann natürlich auch an, wie stark er aktuell schon ist. Das müsste 64er Gesamtstärke sein, 17 Jahre alt, 1,95 groß. Ich denke, was Innenverteidiger-Talente angeht, auch wenn wir uns ihn hier angucken, der auch stark ist, sieht das einfach nur krank aus bei uns. Zumal in der aktuellen Innenverteidigung ja auch 2 Jugendspieler von uns schon spielen. Mit 18 und 17 Jahren. Also, da können wir bald mit 4 Innenverteidigern spielen, so wie Deutschland eine Zeit lang. Wenn Höwedes und Mustafi außen oder so. Krank, was wir hier an Innenverteidiger-Talenten haben. Schade natürlich, dass wir nicht irgendwie mal einen Stürmer dabei haben, der auf dem Niveau ist. Er könnte theoretisch auch auf der 6 spielen. Da muss man mal schauen, wie wir das Ganze dann gestalten in der Zukunft. Denn die Talente sind halt schon komplett krank. Vielleicht hat der eine oder andere auch Außenverteidiger als Nebenposition. Das müssen wir auf jeden Fall dann im Auge behalten. Wäre ganz wichtig. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie wir jetzt hier spielen sollen. Wir haben hier mit Cardoso noch einen Außenverteidiger eben schon hochgezogen, der jetzt noch kein gutes Rating hat, aber sein Potenzial war 88 bis 94, glaube ich. Und er wollte weg, deswegen habe ich ihn erstmal reingezogen hier. Aber ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ihn jetzt spielen lasse, dass es dann am Ende im Pokal nicht reicht, aber wir gehen jetzt einfach mal das Risiko und gegen Aue müssen wir jetzt im Pokal spielen zu Hause. Eigentlich dürfte da nichts anbrennen. Wir hoffen natürlich jetzt das Beste. Wir gehen direkt rein. Hat sich das Risiko gelohnt? Es hat sich gelohnt. Wir gewinnen mit 2:0 und stehen damit in der nächsten Runde des DFB-Pokals. Sauberes Ding, wichtig. Auch in der Bundesliga läuft es jetzt etwas besser und gegen Stuttgart rechne ich uns auch durchaus Chancen ein, dass wir das Spiel gewinnen können. Klar, für ganz oben reicht es natürlich weiterhin nicht. Das war nach dem schwachen Start auch nicht zu erwarten, aber immerhin fangen wir uns so langsam und holen auch ein paar Punkte. Von daher bin ich da einigermaßen zufrieden, aber auch wieder die Rückrunde muss natürlich nochmal etwas besser werden. Und so viel erstmal zum DFB-Pokal und zum aktuellen Stand. So, und da ist dann die Hinrunde auch schon durch. Wir haben uns, wie gesagt, am Ende nochmal etwas gesteigert. Noch nicht ganz so, wie ich mir das gewünscht habe, aber wenn wir bedenken, wie schlecht die ersten Spiele waren, dann läuft es noch einigermaßen gut. Platz 10 sind wir in der letzten Saison geworden. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, in der Rückrunde einiges zu geben und noch Platz 9, 8, 7.
klar zu machen, das wäre auf jeden Fall top. Ich denke nicht, dass wir Platz 6 noch erreichen werden. Ist mit dem Kader auch einfach noch etwas zu früh. Dass wir dann auch nicht jedes Spiel gewinnen, ist auch klar. Ja, Plaza hat nochmal einen Sprung gemacht auf 77, Doku ist auf 84 hoch. Vasiliades hat sich auch nochmal etwas verbessert. Die Verteidigung steht einigermaßen, Lafont ist auch etwas hoch. Jatta hat, glaube ich, auch einen Ratingpunkt dazu gewonnen. Bennett ist ihm auf jeden Fall jetzt dicht auf den Fersen und wird ihn dann bald auch ablösen. Klos hat die ein oder andere Minute auf jeden Fall bekommen, aber er geht halt immer weiter runter. Jetzt ist halt schon, Plaza ist hochgegangen, er ist runtergegangen, jetzt sind halt schon 6 Unterschied. Und wenn man dann bedenkt, wie viele Spiele bei uns wirklich sehr knapp waren, musste ich dann teilweise Plaza eben einfach etwas mehr spielen lassen, als mir grundsätzlich lieb ist, weil ich Klos natürlich noch einige Spiele gönnen wollte. Und zum Glück sind Iataren und Pieper in der Rückrunde dann auch wieder mit dabei. Das bringt uns natürlich auch nochmal etwas mehr Stabilität. Und wir können aber kurz zur Halbserie in die Statistiken reingehen. In der Teamzentrale. Wer die meisten Tore zum Beispiel gemacht hat. Doku ist da mit 10 Toren dabei. Jatta hat 6 gemacht in den 15 Spielen. Iataren, bevor er dann verletzt war, eigentlich auch relativ gut gewesen. 7 Bundesligaspiele, 2 Tore, 2 Vorlagen. Plaza noch nicht so oft getroffen, 4-mal nur in der Bundesliga. Ja, ein Doku hat natürlich deutlich mehr gemacht. Auch Klein, muss ich sagen, hat im DFB-Pokal einen sehr starken Eindruck gemacht. In der Bundesliga leider nicht ganz so. Und Hartl mit 8 Vorlagen natürlich noch dabei. Insgesamt natürlich etwas, etwas mau. Aber ja, auf jeden Fall geht da noch einiges. Und ja, so viel erstmal zur Hinrunde. Wir sehen uns dann gleich in der Rückrunde. Leute, no joke, guckt euch bitte diesen Spieler an. Castañeda, Stürmer, Argentinier, 5 Sterne schwacher Fuß, 5 Sterne Spezialbewegungen, Hochmittelarbeitsraten, 17 Jahre alt, nur 61er Gesamtstärke. Aber okay, er ist nur noch ein aufregender Mann für die Zukunft. Er hatte ein Potenzial von, glaube ich, 88 bis 94. Aber trotzdem 5 Sterne, 5 Sterne. Den muss ich einfach jetzt pushen bis zum geht nicht mehr. Und den will ich auf jeden Fall in den nächsten Saisons noch das ein oder andere Mal zocken. Also hoffe ich auf jeden Fall, ja, dass er sich einigermaßen dann auch entwickelt, wie ich mir das vorstelle. Dann ist er natürlich ein absolutes Top-Talent. Und jetzt haben wir hier nochmal einen Abgang, wenn das so weitergeht und das durchgeht, von Aurelio Buta für 48 Millionen, fast das Doppelte des Marktwerts. Für unseren Kader ist das natürlich absolut heftig. Eine extreme Ablösesumme. Und Pieper wollen sie tatsächlich auch haben da alle. Gebe ich natürlich nur sehr ungern ab. Wir delegieren das trotzdem nochmal durch, verlangen natürlich absolute Unsummen. Weil sonst macht es einfach keinen Sinn, die beiden besten Verteidiger, die wir haben, abzugeben. Für 48 Millionen würde man sicherlich einen Rechtsverteidiger kriegen, der vielleicht sogar etwas besser ist als Buta. Die Nachricht müsste wahrscheinlich schon gewesen sein, dass wir ihn abgegeben haben, dass das Ding durch ist, Buta verkauft. Ja. Und das heißt, ich schaue jetzt, dass ich einen Ersatz bekomme für ungefähr 40 Millionen und melde mich dann, wenn ich wen gefunden habe. Ja, Grüße gehen auf jeden Fall wieder raus an EA. EA trollt mal wieder komplett rein. Ich habe mir natürlich jetzt ein paar Rechtsverteidiger angeschaut. Max Aarons wäre interessant gewesen, nicht zu verkaufen, da er zu wichtig ist. Klostermann leider gerade erst gewechselt, das wäre mein absoluter Favorit gewesen. Ja, bei Dalot ist zu wichtig für Watford, aber wir sehen hier, Watford hat mit Montiel eigentlich quasi genau den gleichen Spieler nochmal, der allerdings gerade erst gewechselt ist, sprich sie bunkern einfach 2 der talentiertesten Rechtsverteidiger und man kann sie einfach nicht holen. Emerson dürfte nicht wechseln. Die Freigabesumme könnte man, glaube ich, trotzdem ziehen, aber 40 Millionen
ist da ja zu viel. Von daher wurde es dann am Ende Alvaro Odriozola von Manchester United in diesem Fall. 33 Millionen, knapp über Marktwert, ist denke ich okay. Das Gehalt zieht natürlich ordentlich bei ihm, aber er ist immerhin noch zwei Stufen besser als Buta und jetzt mit Doku unser bester Spieler im Kader. Und ja, so viel auf jeden Fall dazu. Wie gesagt, Reece James zum Beispiel hatte ich mir noch angeschaut, wäre auch noch ein absoluter Favorit von mir gewesen, aber auch er war leider gerade erst gewechselt und ja, somit hat sich das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger ausgestellt, als ich mir das eigentlich erhofft und erwartet hatte. So viel aber jetzt dann zur Transferphase. Ja, Pieper war klar, dass das nichts wird und ja, somit ist dann auch eigentlich geklärt, wie der Kader aussieht für die Rückrunde und dann sehen wir uns gleich bei den Highlights. Ja, hat nicht lange gedauert, 1. Februar, schon wieder ganz vergessen gehabt, dass wir ja jetzt das Spiel gegen RB Leipzig haben im DFB-Pokal, was natürlich sehr schwer wird. In der Liga haben wir 1-1 gespielt. Und ja, hoffen wir natürlich auf das Beste, aber ich male mir jetzt nicht allzu große Chancen aus. Wir verlieren am Ende 1-0 und Klein verletzt sich, nachdem sich auch Vasiliadis schon verletzt hatte. Also auch im ZM wird es dann jetzt irgendwie wieder ein bisschen eng. Wir können auch schnell drauf gucken, 7 Tage, das geht immerhin noch. Aber ja, also es könnte tatsächlich, was Verletzungen angeht, auf jeden Fall besser laufen, als es das bei uns tut. So, und ihr seht schon, wir spielen mal wieder gegen den FC Schalke 04 und genau da nehme ich euch natürlich auch nochmal wieder hin mit rein. Wir schauen jetzt einfach mal, ob wir hier das Ding wieder wie in der Hinrunde gewinnen können. Aktuell läuft es semi-gut, wieder einige Spieler, die sich verletzt haben und einige Spieler, ja, die nicht so ganz zufrieden sind. Ein 1:1 ist, denke ich, okay, aber ja, um so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen, wir pendeln uns wieder genau im Mittelfeld ein, wie auch letzte Saison. Und das habe ich mir eigentlich schon fast gedacht, weil unser Kader sich nicht wirklich signifikant verbessert hat. Klar, einige Spieler wachsen und wachsen, aber ja, also einen wirklichen Push haben wir jetzt nicht großartig gehabt. Mit Plaza haben wir natürlich einen etwas stärkeren Stürmer als in der letzten Saison zum Beispiel. Auch in der Innenverteidigung hat sich ein bisschen was getan, aber ja, wir sind jetzt noch keine Mannschaft, die irgendwie ja, fast komplett 80 plus oder ähnliches aufgestellt ist und deswegen passt das eigentlich auch grundsätzlich ganz okay, dass wir jetzt hier wieder im Mittelfeld gelandet sind. Nach ganz unten wird wieder nichts passieren, Hertha mit 12 Punkten auf dem Relegationsplatz und wir haben schon 31, nach vorne hin wird natürlich auch nichts passieren, deswegen ja, wäre es halt eben für mich auch, wie schon am Anfang gesagt, ein bisschen blöd gewesen, wenn wir jetzt hier einfach gesagt hätten, ja, wir spielen jetzt bis Ende FIFA 20 genau diese Saison jetzt hier noch zu Ende und haben am Ende eigentlich nicht wirklich irgendwas erreicht, gewonnen oder ähnliches und ein paar wirklich vielversprechende Leute, die wir aus der Jugend gezogen haben, werden dann auch nicht wirklich zur Geltung kommen. Genau deswegen habe ich mich jetzt eben dafür entschieden, dass wir dieses System mit pro Folge eine Saison machen. Wir sehen hier gerade ein 1:1 gegen Frankfurt. So wird das auf jeden Fall nochmal ein bisschen spannender. Ich werde jetzt zum Schluss nochmal ein Game auf jeden Fall selber spielen. Wir sehen, ja, Korea wird vermutlich in 1 bis 2 Jahren unser neuer Stammkeeper. Er hat ein 90 plus Potenzial, wenn das nicht gesunken ist. Und Castaneda, habe ich euch ja eben schon gezeigt, wird natürlich jetzt auch nochmal die Einheiten bekommen, die vorher Bennett bekommen hat, der aktuell tatsächlich auch sogar spielt, hat schon die 75 mittlerweile erreicht. Aber auch das hat sich jetzt wieder erledigt, da Vasiliadis auch wieder fit ist. Wie gesagt, extrem viele Verletzungsprobleme, auch Pieper hat jetzt schon wieder einige Spiele verpasst. Das ist natürlich am Ende sehr schade, dass wir da diese Saison wirklich so viel Pech haben, weil gerade in der Simulation diese, ja, 80 plus Verteidiger zum Beispiel natürlich einen großen Unterschied machen. Und auch Lafont kann uns da mit der 84 nicht wirklich retten, wo ja zum Beispiel der Torwart auch sehr wichtig ist, was die Simulation angeht. Wir sehen auf jeden Fall jetzt nochmal schnell das Spiel gegen den FC Bayern. Ich denke, auch da ist nichts zu machen. Klein möchte spielen, ja, dann geben wir ihm jetzt mal die Chance und nehmen
einfach mal Kwasi raus. Ich denke, die Defensiv-Stats machten jetzt nicht so einen großen Unterschied. In der Simulation ZDM kann er auf jeden Fall spielen. Vasiliadis soll auf jeden Fall die Spielzeit bekommen, nachdem er jetzt ja länger verletzt war. Und ja, wie gesagt, ich denke, wir werden hier in diesem Spiel nichts holen, aber man kann es natürlich versuchen und gehe mit einem 0-2 raus und die nächste rote Karte in der Verteidigung. Ja, es zieht sich so ein bisschen durch die Saison, also ja, es läuft definitiv nicht ideal. Jatta wird, denke ich mal, zur nächsten Saison auf jeden Fall verkauft werden. Da haben wir mit Bennett jetzt einfach jemanden, der das Ganze regelt, falls einer der Außenspieler nicht da ist. Und als Stürmer-Backup brauchen wir ihn dann auch nicht mehr, wenn Castaneda noch ein bisschen einen Sprung macht. Er gehört natürlich jetzt erstmal noch weiter zum Team und hat auch, es ist nicht so, dass er überhaupt nicht gespielt hat oder ähnliches. Also er hat natürlich einige Einsätze auch bekommen. Pieper ist wieder fit zum Glück. Ja, sehen wir auf jeden Fall, aber ja, ich zeige euch dann gleich nochmal, wenn das Besonderes passiert. Ansonsten schaue ich mir gleich noch an, welches Spiel wir nochmal in dieser Episode spielen können. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Ja, wo wir dann schon wieder beim Thema sind, nehmen wir natürlich auch nochmal mit rein. Doku, wieder 2 Monate, die er ausfällt. Also es ist wirklich so, ja, dass sich hier wirklich einiges verletzungstechnisch angesammelt hat diese Saison, was uns halt auch am Ende nochmal mehr das Genick gebrochen hat. Denn mit den ganzen Ausfällen wäre auch gar nicht wirklich viel mehr möglich gewesen. Wenn Doku, Yataren und auch Pieper vor allen Dingen, der glaube ich 3-mal insgesamt ausgefallen ist, ja, das sind halt die wichtigsten Spieler gewesen, zusammen mit dem Torwart natürlich, der immer wichtig ist in der Simulation. Und ja, das macht es dann am Ende halt wirklich nicht einfach. Bennett wird jetzt nochmal reinkommen. Doku übrigens auf die 85 gegangen, Yataren auf die 81. Das sieht alles sehr stark aus soweit. Bennett wird natürlich jetzt spielen. Wir gehen jetzt nochmal live in die Simulation gegen Leverkusen und am letzten Spieltag zeige ich euch dann auch gleich, wie ich tauschen werde, denn das letzte Spiel werde ich dann selbst spielen. Fabian Klos wird auf jeden Fall noch Minuten bekommen. 2-1 verlieren wir gegen Leverkusen nochmal. Ja, und das letzte Spiel steht dann gleich an und wir werden gleich sehen, gegen wen das stattfinden wird. Fabian Klos, sein Abschiedsspiel. Ich denke, ich werde ihn kurz vor Schluss einwechseln. Normalerweise wechselt man die Spieler ja aus. Aber ich würde wirklich gerne Castaneda die Chance geben, mich auch in-game von sich auf jeden Fall zu überzeugen. Und oder möchte er jetzt von Anfang an spielen? Hoffentlich ist das machbar. Natürlich ist das machbar, 70er Gesamtstärke mittlerweile. Aber gerne doch, ganz klare Geschichte. Fabian Klos wird, okay, ich habe mich entschieden, Fabian Klos wird spielen und in der 50. Minute ausgewechselt. So hat er sein Spiel von Anfang an und Castaneda kann dann in der zweiten Halbzeit zeigen, was er drauf hat. Plaza wird das Spiel dann nicht spielen, aber er hat auch die meisten Spiele jetzt gemacht, also das sollte auf jeden Fall in Ordnung sein. Ich überlege tatsächlich nochmal ein paar Spieler zu spielen zu lassen, die jetzt nicht allzu viel Spielzeit hatten. Ich werde auch Correa im Tor spielen lassen. Wie gesagt, eventuell wird er Lafont noch überholen. Und dann werden wir jetzt mit dieser Mannschaft reingehen. Hat Klos die Kapitänsbinde wahrscheinlich nicht. Dann gebe ich ihm die gerade noch. Und dann starten wir rein. Wenn ich das richtig gesehen habe, spielen wir gegen Düsseldorf. Und genau das werdet ihr in den Highlights jetzt natürlich dann sehen. Herzlich willkommen aus der Schüko Arena. Wir sehen Fabian Klos heute in seinem allerletzten Spiel seiner Karriere. Er wird nach diesem Spiel die Fußballschuhe an den Nagel hängen. Bielefeld in Blau natürlich von links nach rechts in der ersten Halbzeit gegen Düsseldorf. Und wir starten direkt rein. 2. Minute Kwasi
auf Hartl und der sieht Klos, Fabian Klos, und da macht er direkt das Tor. 2 Minuten hat es gedauert, bis er in seinem letzten Spiel das Ding reinmacht. 1:0 Arminia, und was ein Abschiedsgeschenk hier von Fabian Klos. Super Ballannahme, Mitnahme, auch stark gegen 2 Leute. Körperlich ist er natürlich immer noch in überragender Verfassung, und dann der Abschluss ist ganz, ganz stark. Uwe Neuhaus natürlich zufrieden bei so einem Start. Fabian Klos nach 3 Minuten mit dem 1:0. Wahnsinn, was ein Einstand. Bielefeld dann aber wieder im Kommen. Marcel Hartl ist das hier gegen Kumbula. Er zieht in die Mitte, Marcel Hartl, und das wird ganz gefährlich. Überragender Schlenzer aus knapp 20 Metern, und wir sehen in der Wiederholung, wie knapp dieses Ding dann war. Da haben nur Zentimeter gefehlt und es wäre ein absolutes Traumtor gewesen. Bielefeld auch kurz vor der 30-Minuten-Marke wieder im Angriff. Lukoki nimmt Kouassi mit und der sieht Fabian Klos mit der nächsten Chance in seinem letzten Spiel. Kurz vor der Pause dann nochmal Achim Klein, Kouassi, dann ist es Bennett, und der sieht Fabian Klos, und ganz Ostwestfalen hat hier gehofft, dass das Ding reingeht. Überragend, wie er den runterdrückt, und dann keine Chance für den Keeper, aber Zentimeter über dem Tor geht der Ball rüber. Auch Uwe Neuhaus hätte ihm das natürlich gegönnt. Dann die 56. Minute, Fabian Klos verlässt den Platz und Castaneda kommt, der Youngster, in seinem Debüt für Arminia. Und was für ein Ding, Fabian Klos, natürlich eine absolute Legende hier in Bielefeld. Dann wurde es nochmal gefährlich hinten für die Bielefelder. Hier ist es Balotelli, und dann ist es vor allen Dingen Kagawa, der hier gegen Quaison reingeht. Kagawa mit einem überragenden Spiel in seinem Debüt, aber hier ist es dann die rote Karte für den Youngster aus Japan, der etwas zu ungestüm hier reingeht, kommt zu spät, und dann ja, ist es eine Option, gelb oder rot. Es ist eine Kannentscheidung. Der Ex-Bielefelder Seufert verlässt hier den Platz, und dann schauen wir uns direkt im Anschluss den Freistoß der Düsseldorfer auch noch an. Balotelli macht das selber, und Correa im Tor der Bielefelder fängt den Ball hier überragend ab. Die letzte Situation im Spiel dann ebenfalls nochmal die Düsseldorfer, die brauchten ja das Ding, aber wieder Correa dazwischen. Und das sollte es dann gewesen sein. 1:0 gewinnen die Bielefelder. Ja, das war doch nochmal ein sehr emotionaler Abschied von Fabian Klos mit dem Tor, was am Ende auch den Sieg beschert hat für Arminia Bielefeld, und somit im letzten Spiel nochmal 3 Punkte geholt. Am Ende hat es nicht viel getan. Wir schauen auf die Tabelle. Der FC Bayern wird Meister mit 92 Punkten vor Leverkusen, Dortmund und Leipzig. International werden ebenso Gladbach und Hoffenheim spielen. Frankfurt knapp dran gescheitert. Danach wird das Ganze auch schon punktetechnisch etwas weniger. Bremen nur 48 Punkte, Bielefeld 47 Punkte, Platz 9. Somit 1 Punkt besser als in der letzten Saison, aber weiterhin im Mittelfeld, wo wir unterwegs sind. Mainz 4 Punkte dahinter auf Platz 10, und dann ja, nimmt die Zahl der Punkte auch schon etwas rapider ab. Gerade hier Hamburg, die sich noch mit 17 Punkten retten konnten. Wahnsinn, wie das überhaupt möglich ist. Augsburg muss in die Relegation. Düsseldorf, die hatten gegen Bielefeld jetzt die Chance, natürlich sogar den Nicht-Abstieg klar zu machen, wenn sie das Ding gewonnen hätten. Aber sie haben natürlich verloren. Und daher ja, steigen sie hier fest auf jeden Fall ab mit dem VfB Stuttgart, die mit 11 Punkten auf dem letzten Platz unterwegs sind. Wir schauen natürlich nochmal in die Statistiken rein. Immobile wird Torschützenkönig in der Bundesliga für Bayern 04 Leverkusen, und auch Palacios mit 20 Toren ist gut am Start. Werner noch immer bei RB Leipzig, 20 Tore ebenfalls. Player hat eine sehr starke Saison gemacht, 18 Tore in 29 Spielen, ist auch eine sehr gute Quote. Ja, dann kommen Olmo, Gnabry, Acuna, Belotti, Goretzka unter anderem noch vom FC Bayern, Insigne und Haaland von Borussia
Dortmund, die Torvorlagen, da ist Insigne ganz vorne tatsächlich mit 14 Vorlagen, 3 mehr als Goretzka, der auf Platz 2 ist, und Werner ebenfalls mit 10 Vorlagen auf Platz 3, ebenso hat auch Brandt 10 Vorlagen gemacht, Olmo und Gnabry ebenfalls auch starke Saisons gespielt mit fast 10 Vorlagen jeweils. Ja, schauen wir nochmal ganz kurz in die Mannschaftsstatistiken rein, wie es bei unserem Verein dann am Ende ausgesehen hat. Die meisten Tore hat Jeremy Doku geschossen, 16 Tore, eine Vorlage nur, ist ein bisschen merkwürdig meiner Ansicht nach, aber kann man nichts machen. 12 Tore in der Bundesliga und damit natürlich der stärkste Torschütze unserer Mannschaft. Steven Plaza nur 6 Tore gemacht, da habe ich mir natürlich etwas mehr erhofft. Yataren 4, Jatta auch 6 in der Bundesliga bei nur 17 Einsätzen, ist das gar nicht so eine schlechte Quote. Ja, Fabian Klos 14 Einsätze in der Bundesliga in dieser Saison und 3 Buden hat er nochmal gemacht. Natürlich am Ende das ganz Wichtige im letzten Spiel, in seinem Abschiedsspiel. Und ja, dann hört es auch schon fast auf. Hartl noch mit 9 Torvorlagen und Vasiliadis mit 6 herauszuheben. Insgesamt eine durchwachsene Saison. Es ist auf jeden Fall Luft nach oben in der nächsten. Und die wird dann natürlich nächste Woche schon kommen. Wie gesagt, die ganze nächste Saison wird dann in der nächsten Folge durchgespielt. Und dann heißt es mal langsam etwas sich pushen und Richtung internationales Geschäft zu gehen. Das ist dann natürlich so langsam in den nächsten ein, zwei Saisons unser Ziel. Und genau da werden wir uns dann nächste Woche sehen. Und bis dahin sage ich mal wieder, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall ist, dann unterstützt mich gerne mit einem Daumen und einem Abo. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und macht's gut.